Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum 483. Mal allabendlich quer an diesem Sonntag, dem Januar. Ich habe keine Ahnung, welcher heute ist, aber egal, an diesem wunderbaren Januarsonntag. Und ich freue mich ganz besonders auf ein Gedicht nach Noten, eine musikalische Lesung von Robert Grund. Und ich hoffe, du hast einige vertonte Lyrik für uns im Gepäck und ich übergebe dir hiermit das Wort. Viel Spaß Ja, uns. herzlichen Dank für das nette Vorgeplänkel. Ihr Dicht nach Noten, ihr Gesungenes, ihr Reimtes, es seid jeher um uns herum, ohne dass wir es bemerken. Zum Beispiel das hier: Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen, und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Reinhard May. Ebenso in vielen Liedern, die der Liebe oder Eigenliebe anheimfallen. So wie dieses: Für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Hildegard Knef. Gesungene Gedichte überall, immerfort, so wie all die Folgen. Ich bin ein Fan von, sagen wir mal, kleinen grünen Gruppen. Und es gab da mal vor einiger Zeit ein Art Schlager vom sehr verehrten Professor Bockelmann, besser bekannt als Udo Jürgens. Immer, immer wieder geht die Sonne auf. Und aus dieser Kombination ist das Folgende entstanden: Ode auf die kleine Gurke. Und immer, immer wieder geht die Tonne auf und lauter kleine Gurken fallen herein. So werden aus ihnen dann im Zeitverlauf bald viele saure Gurken sein. So kann es gehen. Nicht alle meine Liedtexte sind mit einer Melodie versehen. Und so wie das Folgende, das durchaus etwas speziell ist: Vom Fall des Wassers. Hören Sie diesen Wasserfall? Dies nass, es tut's nicht tröpfchenweise und erst recht nicht annähernd leise, es grollt und dröhnt gar überall. Die Gegend drum liegt wie im Nebel, luftdurchtränkt, ganz schwer und feucht, die emsig durch die Zeiten fleucht, als hätt sie tausend Säbel. Voll Energie geladen zischt der Fluss mit Wucht rund in die Tiefe. Wie er aus Donnerkehlen riefe, ist unten nur noch Tosengischt. Jetzt hören Sie ihn und sind berauscht, denn meine bildhaft mächtigen Worte von jenem lebendig flüchtigen Orte hat Ihre Fantasie gelauscht. Ja, auch das Folgende ist ein Liedtext. Ich kann mich noch sehr dunkel an die Melodie dazu erinnern. Allerdings, ich werde es lesen, denn wie gesagt, die Erinnerung an die Melodie ist arg dunkel. Raubtierfütterung. Ja, die Sonderpflege im Wildtiergehege finden die Bewohner richtig toll. Sie werden dort bemuttert und sind arg vollgefuttert, doch keiner weiß, was das hier wirklich soll. Auf dem Rathausplatz, so stand es in der Taz, wird demnächst Gesindel fremd entsorgt. Löwen und Hyänen, die sonst gelangweilt gähnen, hat man sich dafür vom Zoo besorgt. Die ganzen bösen Buben zittern in ihren Stuben, ach, hätten sie doch bloß nichts angestellt. Sie werden grob gebissen, gelegentlich auch zerrissen, so kostet es die Stadt nur wenig Geld. Man braucht kein Gefängnis mehr, denn dieses ist bald leer, kein Inhaftierter, der Brot und Bett verlangt.
So entstand die Sonderpflege im Rathausplatzgehege. Zoo und Tiere haben sich arg bedankt. Es gibt dieses, ich glaube, man nennt es Volkslied, im Frühtau zu Berge wir ziehen, Wallera. Und daraus ist entstanden im Frühtau die Zwerge. Im Frühtau die Zwerge, sie fliehen, Fallera, denn irgendwer im Bau, der ließ ein ziehen, Fallera. Drum sind sie nun am Suchen und wie wild am Fluchen und genießen den Duft der frischen Luft, Fallera. Drum sind sie nun am Wandern, einer hinterm anderen und nennen den Pupser einen Schuft, Fallera. So kann's gehen. Ja, was wäre eine Lesung ohne Kurzgeschichten? Und da sind wir also auch schon bei einer der kurzen Kurzgeschichten. Szenen an der Obsttheke. Ich brauche Äpfel. An den örtlichen Auslagen meiner heimischen Kaisersfiliale, daran erkennt man, wie alt das Geschriebene ist, ist nicht viel los. Mein Blick wandert über das reichhaltige Angebot an der Obsttheke und bleibt an der abgepackten Ware hängen. Doch da ich weiß, dass mir mindestens einer der 6 eingeschweißten Äpfel zu viel sein wird, bewege ich mich in Richtung Schüttgut. Ich greife zu, beäuge das in meiner Hand liegende Exemplar argwöhnisch. Es ist wirklich schön, hat aber eine winzige Stelle, die sich binnen kürzester Zeit in ein fauliges Drama ausweiten kann. Ich lege den Apfel zurück. Kurz darauf greift eine Hand blitzschnell an mir vorbei und schnappt sich die gerade zur Ruhe kommende Frucht. Zu der Hand gehört eine mürrisch dreinblickende Dame deutlich fortgeschrittenen Alters. Was bitte ist an diesem Apfel falsch? Verdammt nochmal, der ist doch noch gut, den müssen Sie! Ein nach Luft schnappender Herr, offensichtlich Ihr Aufpasser, greift nun seinerseits die aufgebrachte Dame am Mantel und sagt, komm Else, los, wir müssen gehen. Aber was zum Teufel ist an diesem Apfelfall? Los Else, wir müssen gehen, wiederholt der Herr monoton und zieht Else samt Apfel aus dem Laden. Ruhe. Ratlosigkeit meinerseits ob des gerade abgelaufenen Spektakels. Ich beschließe, dass ich keine Äpfel mehr brauche und wende mich stattdessen den Gurken zu. Grüne Gurken in Reih und Glied, hunderte, nur leider lose Ware. Gibt es die auch in blickdicht eingeschweißt? Das nächste ist durchaus auch ein Liedtext, aber ohne Melodie. Man kann es vielleicht ein bisschen erahnen an der Vortragsweise. Stummer Wanderer. Mein Geld ist ja nicht fort, es hat nur jemand anderer, bleibt auch nie am gleichen Ort, ist nur ein stummer Wanderer. Drum plagt mich der Gedanke, es rinnt mir durch die Finger. Vor allem, wenn ich tanke, selbst Kleingeld klimpern Dinger. Will ich etwas kaufen, ist Portemonnaie oft leer. Drum muss ich zur Bank schnell laufen, der Automat gibt nichts mehr her. Die Penunsen sind zielstrebig, sie wollen hin, wo schon was ist. Bei mir da ist zu wenig, das ist der ganze Mist. Was soll ich denn bloß machen? Ich könnt wen überfallen, das ist hier nicht zum Lachen, sonst mach ich's bei euch allen. Nur werd ich wohl nichts finden, euch geht's ähnlich so wie mir. Die Taler schnell verschwinden, sind jedenfalls nicht hier. Unser Geld ist ja nicht fort, es hat nur jemand anderer, ist nie am gleichen Ort, ist nur ein stummer Wanderer. Ich habe ja schon mal vor einiger Zeit so eine musikalische Lesung gemacht und da ist tatsächlich eins habe ich sozusagen nach heute rüber gerettet, was ich für mich
also völlig unglaublich, die Resonanz darauf. Und darum habe ich das also heute wieder dabei. Es gab mal von Ingo Insterburg und Co. ein Lied, Ich liebte ein Mädchen. Gucke mal, ich hoffe, ich verhasple mich nicht vollends. Ich habe daraus gemacht, ich liebte einen Typen. Ich liebte einen Typen in Schweden, der wollte nur immer zu reden. Ich liebte einen Typen in Libyen, der hatte leider Chlamydien. Ich liebte einen Typen am Polarkreis, als der kam, gab's nur Würfeleis. Ich liebte einen Typen in Kuba, der blies mich wie einst seine Tuba. Ich liebte einen Typen in Polen, der wollte mir nur einen runterholen. Ich liebte einen Typen in Algerien, der war ein Fan schlechter Serien. Ich liebte einen Typen in Bangladesch, den fand leider nicht nur ich sehr fesch. Ich liebte einen Typen auf den Philippinen, der wollte mir ein Leben lang dienen. Ich liebte einen Typen in Kuwait, der war ohne Pause immer bereit. Ich liebte einen Typen in Norwegen, der tat sich überhaupt nicht bewegen. Ich liebte einen Typen in Bhutan, der kurte herum wie ein Truthahn. Ich liebte einen Typen in Georgien, der feierte dauernd nur Orgien. Ich liebte einen Typen in Dänemark, meine Güte, was war der stark. Ich liebte einen Typen in Laos, mit dem versank ich leider im Chaos. Ich liebte einen Typen in Chile, der kannte ganz wilde Spiele. Ich liebte einen Typen in Frankreich, der wollte nicht später, sondern gleich. Ich liebte einen Typen auf Mauritius, der roch aus dem Maul wie ein Abfluss. Ich liebte einen Typen in Tuvalu, der fragte mich dauernd, ja, was meinst denn du? Ich liebte einen Typen in Mosambik, von dem ich noch heute Gänsehaut kriege. Ich liebte einen Typen in Singapur, was meine Fresse, was war der stur? Ich liebte einen Typen in Myanmar, ich frage mich, wo da mein Augenlicht war. Ich liebte einen Typen in Osttimor, der säuselte mir Schweinereien ins Ohr. Ich liebte einen Typen in Portugal, der war sehr schön, aber hatte einen Knall. Ich liebte einen Typen auf Korfu, der schnupperte immerzu an meinem Schuh. Ich liebte einen Typen im schönen Wien, der war einfach zum dann Niederknien. Ich liebte einen Typen in Brüssel, der hatte einen Sprung in der Schüssel. Ich liebte einen Typen in Budapest, der nagelte mich wirklich ganz schön fest. Ich liebte einen Typen in Bayern, da musste ich hinterher reiern. Ich liebte einen Typen auf Norderney, der Arme hatte nur ein Ei. Ich liebte einen Typen in Bremen, der tat sich immer nur schämen. Ich liebte einen Typen in Darmstadt, bei dem war nicht nur der Hintern platt. Ich liebte einen Typen in Oberwiesenthal, der hatte einen Schwanz wie ein Marterpfahl. Ich liebte einen Typen in Wriezen, den musste ich dabei noch siezen. Ich liebte einen Typen in Döbeln, der wollte mich hinterher vermöbeln. Ich liebte einen Typen in Geldern und auf den umliegenden Feldern. Ich liebte einen Typen in Füssen, der könnte von einem Manal küssen. Ich liebte einen Typen in Paderborn, von oben, von unten, von hinten, von vorn. Ich liebte einen Typen in Fellbach, da werde ich gleich schon wieder schwach. Ich liebte einen Typen in Quakenbrück, was war der doch für ein geiles Stück. Ich liebte einen Typen in Haminkeln, er wollte mich am liebsten anpinkeln. Ich liebte einen Typen in Itzehoe, der vögelte mich auf dem Damenklo. Ich liebte einen Typen am Tegernsee, da tat mir nicht nur der Hintern weh. Ich liebte einen Typen in Wipperfürth, der war leider total verwirrt. Ich liebte einen Typen in Cottbus, nun kommen wir langsam zum Abschluss. Ich liebte einen Typen in Plön, ich finde die Liebe so schön. Ach Gott, ja. Ach, da muss ich ja erst mal einen Tee trinken. Auch das folgende, ein Liedtext. Versehentlich krank. Es kommt mir wie ein Schock vor, denn ich war heute beim Doktor. Dort wurde ich untersucht. Ach, was habe ich denn verflucht? Er hat mich auf links gedreht, gefragt, wie es mir so geht, mein Herzklopfen abgehört, das hat mich arg gestört. Er schaute auch ins Ohr, schickte mich in sein Labor, Blut und Pipi musste ich spenden, ich wollte den Spuk dann schon beenden. Doch damit lang noch nicht genug, ob mir nicht bei jedem Atemzug die Lunge pfeift und rasselt, was ist auf mich bloß eingeprasselt. Er schickt mich nun zum Spezialisten, einem proktologischen Dentisten, dann zum Onkogyniater und letztlich zum Psychiater. Das ist mir alles ziemlich peinlich, halten Sie mich nicht für kleinlich. Dass ich rankam, war versehen. Mein Gott, das muss man doch verstehen. Ich wollte nur sagen, dass Frau Krause heute nicht kann, sie sitzt zu Hause.
und nahm Platz auf einer Bank. Dann kam ich dran, nun bin ich krank. Ja, kommen wir nun mal zu einer Thematik, die vielleicht eine von uns irgendwann mal betrifft. Hoffentlich auch eine nicht. Wir gucken mal. Und zwar die käufliche Liebe. Er kam zu mir rübergelaufen und setzte sich neben mich hin. Er sagte, er wolle mich kaufen und dass ich so wunderschön bin. Er sprach von der ewigen Liebe und sah auch noch ziemlich gut aus. Das weckte in mir dann die Triebe, drum ging ich zu ihm mit nach Haus. Die käufliche Liebe im Alter ist auf der Welt wohl bekannt. Sie bricht dir die Flügel wie der Wind manch ein Falter und bringt dich noch um den Verstand. Er zeigte mir ganz wilde Sachen, die ich niemals zuvor je gesehen. Danach fing er laut an zu lachen und meinte, ich müsse nun gehen. Beim Abschied vergoss er eine Träne und hielt mir ein Geldbündel hin. Ich sagte, wonach ich mich sehne und dass ich nicht käuflich bin. Die käufliche Liebe im Alter ist auf der Welt wohl bekannt. Sie bricht dir die Flügel wie der Wind manch einem Falter und bringt dich noch um den Verstand. Seitdem ist die Zeit fortgelaufen, ich bin faltig und nicht mehr so fit. Jetzt gehe ich in die Bar dort einkaufen und hoffe, ein Jüngling geht mit. Dann zeige ich ihm ganz wilde Sachen, die er niemals zuvor je gesehen, und bringe ihn lauthals zum Lachen, vielleicht wird er niemals mehr gehen. Die käufliche Liebe im Alter ist auf der Welt wohl bekannt. Sie bricht dir die Flügel wie der Wind manch einem Falter und bringt mich noch um den Verstand. Landpartie. Ich schick dir im Vorbeigehen einen Kuss. Und zwar, weil ich dich mag, nicht weil ich muss. Ich hoffe, dieser Kuss wird dich erreichen und sanft an deinen Wangen entlang streichen. Nimm ihn nun und nenne ihn dein eigen. Du solltest ihn auch niemand anderem zeigen. So ein Kuss ist die Währung für ein Verlangen. Drum halte ihn in deinem Herzen gefangen. Ja, auch das nächste ist sozusagen ein alter Bekannter aus dem vorherigen Spektakel musikalischer Natur. Und nebenbei bemerkt, eines meiner Lieblinge. Geht im Original sehr viel länger. Ich habe es ein bisschen eingekürzt. Das Asphaltbrötchen. Ich habe ein Brötchen überfahren. Es lag vor mir auf der Straße. Vielleicht wollte es sich gerade paaren, nun ist nur noch Teig im Maße. Wie kam es denn dorthin? Wer hat es bloß verloren? Das arme Brötchen ist dahin, ich geb meinem Auto mal die Sporen. Am Ende belangt mich gar noch wer, wegen Vernichtung von Teigwaren. Das Brötchen tät sich damit schwer, ist im Asphalt festgefahren. Warum ist's auch nicht geflohen? Hat's mich denn nicht kommen sehen? Ich näherte mich ganz ohne Drohen, doch es wollte ja nicht gehen. Ich hab ein Brötchen überfahren, es lag vor mir auf der Straße. Vielleicht wollte es sich gerade paaren. Nun ist nur noch Teig im Maße. Manchmal schreibe ich so Liedtexte, wo ich dann so denke, wie dafür wohl die Melodie hätte sein müssen, dass man singen könnte.
Bei dem Folgenden habe ich da überhaupt keine Antwort drauf, nicht mal den Hauch einer Idee. Das Picknick. Unter eines Baumes Wipfel verspeist man Dohnenkosakenzipfel. Jetzt macht da mal eine Melodie draus. Genüsslich einem Picknick frönen, vor Essenmassen lustvoll stöhnend, liegt bresig die Gesellschaft rum und schaut sich in der Gegend um. Von dem, was aufs Buffet hier fand, ernährt sich oft ein ganzes Land. Pasteten, Käse, anderer Kram, Futter kalt und Futter warm, flüssig, breich oder fest und alles, was sich trinken lässt. Wasser, Milch, Kaffee und Wein, Schnaps und Bier und Sektelein, die Meute seift noch mehr als frisst, bis jeder Becher leer dann ist. Kompott als Abschluss hinterher, mit ganz viel Sahne, bitte sehr. Solch ein Gelage ist famos, freut sich dabei klein und groß. Onkel Kuno, Tante Bertha, Opa Schmidt und Oma Hertha, Mutter, Vater, Hund und Kind, froh, dass sie beisammen sind. So neigt der Tag sich nun dem Ende. Wer nüchtern ist, räumt auf behende, bis alles wieder schick und fein. So herrlich kann ein Picknick sein. Oh, das nächste. Ist so ein bisschen, ist ja fast Amtsanmaßung. Vielleicht geht es auch schief, wir werden mal sehen. Ist letzten Endes adaptiert von einer der, ich glaube, überhaupt die letzte lebende Diva. Dame Shirley Bassey gibt sich die Ehre. Hat dann mal ein Lied gemacht, Big Spender. Und ich habe daraus den Big Blender gemacht. Er tut so klug, wenn er spricht, sein Gang lassiv, über ihm der Heiligenschein, was für ein Blender, tut nur so, Tag ein, Tag aus, und denkt, er kriegt dafür auch noch Applaus. Er schmeißt mit Geld nur so rum, doch laden ihn die anderen immer nur ein. Hey, Big Blender! Hey, Big Blender, hey, Big Blender, ich fall auf dich nicht mehr herein, nicht mehr herein, oh nein. Die zweite Kurzgeschichte. Szenen einer Lokalität 1. Kürzlich in meinem Lieblingslokal. Ich sitze am Tisch und warte auf die Servicekraft. Mir gegenüber ein Paar mit gerade geschlüpftem Stammhalter. Er etwas älter, mondgesichtig mit osteuropäischen Gesichtszügen, sie jünger, vermutlich deutscher Herkunft und guter Figur trotz Geburt. Dann passiert, was immer passiert, wenn mich solche Winzlinge entdecken. Ich gucke sie an, schneide Grimassen und heiße den neuen Erdenbürger somit auf meine ganz eigene Weise willkommen. Sie beobachten mich und fangen innerhalb kürzester Zeit ein glücklich-glucksiges Grinsen an. Das Mondgesicht sieht dies und sagt in relativ barschem und lautem Ton, guck meinen Sohn nicht so an. Was ihm einen mit Giftpfeilen gespickten Blick seiner Partnerin einbringt. Als ob ich das Jüngelchen verzaubern könnte, hab ich längst Edge. Etwas später sitzt der Stammhalter quengelig auf dem Schoß des Mondgesichts. Eine ältere Frau dreht sich zu ihm um und beginnt ein mit klugen Ratschlägen versehenes Gespräch, ohne natürlich Frau Mondgesicht mit einzubeziehen. Die Ratgeberin ist zwar, wie gesagt, älter, aber ziemlich attraktiv, weshalb sich das Mondgesicht eindeutig zu lang an ihrem Gespräch beteiligt. Ergebnis, eine Blicksalve Giftpfeile und die Laune des Muttertiers kippt wohl um von Wein auf Essig. Nun hat sie beschlossen, wir wollen gehen und verabschiedet sich bei mir, weil ich so bezaubernd geguckt habe, nochmals Edge. Und sie lässt sich alle Zeit der Welt beim Einpacken ihrer Leibesfrucht. Denn fünf aufgedonnerte Junghinnen schielen kaugummikauend und respektlos nach dem frei werdenden Tisch des Paares. Das war ein gelungener Abend.
Das Folgende ist so ein bisschen etwas, was man sozusagen zu Geburtstagsfeiern auch zu seiner eigenen durchaus singen könnte. Es nennt sich Jubilee Jubilar. Zum Geburtstag eine Torte, viel Geschenke, nette Worte und die Sippe sitzt am Tisch und schweigt sich an. Das ging noch stundenlang so weiter, diese Party stimmt mich heiter, ein Event, von dem man auch lange berichten kann. Tante Fred und Onkel Erna quatschen laut über Interna und die Meute hat die Ohren stark gespitzt. Wer wohl hier mit wem liiert ist, ob Onkel Tim den Schwager Kim küsst und wer von allen hier das meiste Geld besitzt. Geburtstag ist, oh welch ein Mist, der nicht mehr zu ändern ist. Geburtstag ist, oh welch ein Mist, der nicht mehr zu ändern ist. Manche von denen, die hier feiern, zu viel trinken und dann reiern, habe ich nie in meinem Leben zuvor gesehen. Einer fragt mich, wer bist du denn und ob ich denn den Jubilar kenne. Ich sagte, weiß nicht, wollte gerade gehen. Ich werde mein eigenes Fest verlassen, das Geschenkte schnell verprassen. Der Wirt der Kneipe, wo ich einkehr, kennt mich schon. Sie sind wohl auch wohl jedes Jahr hier. Nehmen Sie Platz und trinken ein paar Bier und am Ende saufen Sie wieder wie ein Loch. Geburtstag ist, oh welch ein Mist, der nicht mehr zu ändern ist. Geburtstag ist, oh welch ein Mist, der nicht mehr zu ändern ist. Anknüpfungspunkt. Beim Makramee tue ich mir weh, ich kann es nämlich nicht. Bin zwar beseelt, doch was mir fehlt, ist Übung sowie Licht. Ich knüpfe rum, das meist nicht stumm, vom Ergebnis unansehnlich. So wie es soll, ist nicht so toll und auch nicht annähernd ähnlich. Zu später Stund wird's mir zu bunt, ich würd mich lieber regeln. Doch diese Kunst ist nicht umsonst, ich lerne demnächst häkeln. Ja, und jetzt so mal kurz vor Toresschluss auch noch ein mehr oder weniger alter Bekannter. Es gab da mal von einem Barden das Lied Lady in Red. Christe Berg war es, glaube ich. Und meine Adaption darauf nennt sich Roter Tod. The lady in red liegt tot auf meinem Bett. Wieso, weshalb? Wie kam sie dorthin? Was gibt das für einen Sinn? Ich bin ganz verwirrt. Ich frag mich, warum, doch sie bleibt nur stumm. Aha. I'll never forget where you died last night. A lady in red liegt tot auf meinem Bett und das ist nicht nett. Mondenschein dinglish. I'm a little bit stoned, baby. Über deinem Kopf, da scheint der Mond, maybe. Ende. Ende. Das ist gut. Robert, ich danke dir. Es war mal wieder ein Genuss, anders kann man es nicht nennen. Ein Genuss und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deiner Lyrik, mit deinen Gedichten, mit deinem Gesang und lass dich bald wieder bei uns hier sehen. Ja. Macht's gut, ihr Lieben.